Zack! Da! Da ist er! Da ist er! Der nächste Fund! Oh! Yeah! Yeah! Geil! Huh! Da haben wir... Und... Nein, das sind nicht schon wieder 8. Das glaube ich jetzt nicht. Sind das schon wieder 8? Nein, sind es nicht. Okay. Ich wollte schon sagen, das wäre zu schön geworden hier. Aber wir haben jetzt schon 2, 4, 6, 12, 20 Dia-Erze, die wir alle mit Glück 3 am Ende abbauen. Also hoffen wir wirklich mal, dass da das Beste rauskommt. Ich bin jetzt noch nicht fertig mit meiner Mining-Tour. Ich habe hier noch einiges vor mir. Deswegen hoffen wir mal einfach, dass ich noch ein paar mehr Dias finde, würde ich sagen. Alter, ich bin so hyped. Das wird so heftig hier alles. Wenn wir die Dias dann abgebaut haben, dann wieder oben sind, gehen wir schnell noch in den Nether, fahren ein paar Level, um alles zu enchanten. Und wenn wir dann noch ein bisschen Glück mit den Enchantments haben und wir nur so ein bisschen Luck da drin haben und wirklich nur so ein paar geile Enchantments rausbekommen, dann haben wir wirklich das Game schon gerockt. Ey, nee, ich bin da so hyped drauf, ich kann es kaum selber erwarten. Und trotzdem hocke ich hier unten in der Mine und farm einfach Erze. Weil ich selber nicht weiß, wie viel ich davon baue. Guck mal, ich habe jetzt einen Stack Kohleblöcke. So, und... Bam! Ich zeig's einfach hier jedem, Junge, was wollt ihr tun? Da sind die nächsten Dias. So muss das sein. So muss das. Komm, jetzt, hier, 8. Lass es wieder 8 sein, lass es wieder 8 sein. Okay, es sind 4. Okay, es sind keine 8. Schade. Hätte ja sein können. Es sind, glaube ich, 4. Es sind 5. 5 sind's. Heißt, wir haben jetzt 25 Erze da vorne und hier einfach. Junge, da hat das Glück mal wieder zugeschlagen. Nur wenn wir das alles hier abbauen, dann, das wird so heftig. Das wird so, oh, das wird dieser andere Schock, dieses andere Geil, du guckst es dir an und denkst dir so, Alter, was macht dieser Junge da, wisst ihr, was ich meine? So wird das. So, ich werde mal ganz kurz hier rüber bauen, weil, Leute, ich habe es natürlich klug gemacht. Ich bin einmal in die eine Richtung gegangen, bin da hinten umgedreht, hier links von uns genau, und baue jetzt im Prinzip dann hier die Gänge rein und habe das gleiche auf der Seite hier gemacht. Einfach damit wir auch eine ordentliche Mine haben. Und wir müssen gar nicht mehr so weit nach da. Okay, super. Und da ist übrigens auch der andere Diafund, weil die waren einfach so gefühlt fast auf der gleichen Ebene. Okay, das ist sehr interessant. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich weiterhin so viel Glück habe. Wenn wir noch allein 2 Quellen finden, das wäre so heftig. Wir sind so eine Maschine, Jungs. Wir sind so eine Maschine. Oh mein Gott. Digga, diese Dias, die machen mich gerade so fertig. Als ob wir einfach so viele Dias finden. Also jetzt mal wirklich, sagen wir, das sind aber nur... Das sind 4 Erze. Ich fass es nicht, oder? Wahrscheinlich haben wir die ganze Zeit über eine halbe Stunde lang, haben wir das größte Pech unseres Lebens. Und jetzt haben wir 2 Dia-Quellen gefunden. Und jetzt die dritte. Wir haben so fucking viele Dia-Erze alleine jetzt schon, die wir alle dann mit Glück 3 abfahren werden. Das wird zu heftig. Das wird dieser andere Dia-Regen. Dieses, nochmal dieses, dieses, nee, ich kann das nicht beschreiben, Leute. Wir werden Dias haben, mit denen wir uns gefühlt 8-mal Full Dia craften können. Hier ist eine Unterwasserhöhle. Lol. Yo, wahrscheinlich haben wir so ein Glück. Oh mein Gott, ich kann das gerade gar nicht fassen, ne? Leute, ich bin gerade ein bisschen perplexed. Also wirklich jetzt, wie viel Glück kann ein Mensch alleine haben? Wie viel fucking Glück kann ein Mensch alleine haben? Das ist unfassbar. Okay, da sind Dias auf jeden Fall. Die werde ich jetzt direkt abbauen, weil hier werde ich gleich nicht mehr mal reinkommen. Oh shit, Alter. Ja, ich höre jetzt auf zu farmen. Also das reicht definitiv. Fürs Erste reicht das definitiv. Das reicht mehr als definitiv, Junge. Das ist ja mal die Dias, die wir jetzt gleich bekommen können, werden. Das ist... Nee. So, ich habe jetzt von allem nochmal Blöcke gecraftet. Und jetzt können wir loslegen damit, die Dias abzubauen. Okay. Erster Dia-Erz, 2. Zweiter Dia-Erz, 4. Nächster Dia-Erz, 1. Okay. So, Leute, hier ist unser Ausgang. Hier mache ich jetzt so eine kleine Base hin, wo wir ein paar Kisten hinstellen. Und da mache ich erstmal mein Inventar leer und tue ja wirklich erstmal allen Stuff rein, dass wir nur den wichtigsten Stuff am Ende mitnehmen. So, Leute, das, was ich jetzt in meinem Inf habe, bleibt erstmal in meinem Inf. Hier sind jetzt die Chests und hier geht es ja wieder nach oben. Und jetzt heißt es ab zu den Dias und die Dias abbauen. Also jetzt geht's los. 1, 2,
3, 4. Aus 4 Dia-Erzen kamen. Ratter, ratter, ratter. 8. 8 Dias raus. Okay, weiter geht's. So, die nächsten Dias. Die nächsten Dias. 33. Und jetzt kommt die 8er Quelle. Die Quelle mit 8 Diamantenerzen. Holy shit. Aus 8 Diamanten haben wir gerade 24 gemacht. 24 Diamanten aus 8. Wir haben sie verdreifacht. Alter, holy shit. Wir haben allein jetzt schon 57 Diamanten und das ist ohne die Quelle, die jetzt hier noch kommt. So, die letzte Quelle. 6 Diamantenerze. 6 Diamantenerze. Wir haben jetzt 57 Diamanten. Oh, das sah richtig gut aus. 57 plus 16 Diamanten. Wir haben einen Stack und 9 Diamanten. Einen Stack und fucking 9 Diamanten. Ich glaube, das reicht definitiv für die nächsten kommenden 20, 40, 30, 60, was auch immer, für wie viele Folgen das reichen wird. Aber das, was wir hier rausbekommen haben, ist definitiv mehr, als ich mir irgendwie erhofft habe. Jungs, ein Stack und 9 Diamanten. Let's go, Alter. So, Leute, wir sind an der Oberwelt angekommen. Es ist Nacht, also heißt es bloß schnell nach Hause, ohne zu sterben. Lol. Die Gang, Jungs. Wieder Bag am Start hier und das mit einer Ausbeute, mit der ich wirklich selbst niemals gerechnet hätte. Also wirklich jetzt, also das ist wirklich mehr, als ich mir irgendwie denken konnte, dass wir das uns irgendwie jetzt durch diese Dreiviertelstunde, die wir gerade mal unter der Erde waren, uns holen können. So, das ist wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen, Alter, mir bleiben die Worte im Hals stecken. So, Leute, das allererste, was wir uns jetzt machen werden, ist Full Dia. Dann auf alle Fälle nochmal eine neue Dia-Spitzhacke, sowie alle möglichen Dia-Tools. Heißt Dia-Schaufel und Dia-Axt. So, heißt, das alles muss jetzt verzaubert werden. Ich habe jetzt schon 33 Level, heißt, 2 Sachen davon können wir auf jeden Fall jetzt schon verzaubern. Und wir schauen auch mal direkt, was der beste Enchant oder was die besten Enchants dafür wären. Dornen, Explosionsschuss, Effizienz 3, okay. Effizienz 3 auf den Dia-Tools. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also Effizienz 3 auf der Picke, keine Ahnung, brauche ich auf jeden Fall. Ist auch wichtig und was Besseres kriegen wir jetzt gerade einfach nicht. Und das würde ich jetzt auch direkt entscheiden. Ja, ist auch eine Effizienz 3, so ein Mist. Haltbarkeit und auf den Glück 3 auf den Tools. Oh je, Glück 3. Die Frage ist, machen wir uns auch eine Dia-Picke und machen Glück 3 da drauf? Schwierig. Ich versuch's mit Glück 3 auf der Dia-Picke. So, ich guck jetzt gleich nochmal, was wir auf dem Buch bekommen würden. Rückstoß 2, nee, das lohnt sich nicht. Okay, dann machen wir jetzt Glück 3 auf der Dia-Picke. Glück 3, Haltbarkeit 3. So wie bei unserer jetzigen. Okay, das ist sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich hätte mir am liebsten noch irgendwie Effizienz-Haltbarkeit gewünscht. Obwohl, wartet, wir machen mal einen Amboss. Und gucken mal, ob wir die Effizienz 3 picke. Obwohl, lohnt sich das mit Haltbarkeit zu verbinden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde sich nicht wirklich lohnen. Okay, wir würden Schutz 3 auf dem Helm bekommen und Effizienz 4. Beim nächsten 30 Level Enchanten bekommen wir Effizienz 4. Da würde ich auf jeden Fall dann auf die Dia-Tools gehen. Mit Effizienz 4 natürlich. So, dann lege ich jetzt schon mal all mein Dia-Stuff weg. Werde mir nochmal neuen Eisen-Stuff craften, weil davon habe ich gar nichts mehr. Ich würde an der Stelle natürlich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall eine echt, echt gute Ausbeute gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao. Bam. Ich zeig's einfach hier jedem, Junge, was wollt ihr tun? Lol. Die Gang. Die Gang, Jungs, die Gang.